So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Vice City. Ich habe zwar das letzte Mal gesagt, dass ich ganz gerne... Oh, es sind mal nicht nur Polizisten hier vorne. Dass ich ganz gerne mal die nächste Bürgerwehrmission machen will, aber nö. Habe ich jetzt doch noch nicht nachgeguckt. Wir machen jetzt erstmal die nächste Dias-Mission, weil ich glaube, dass da was Spannendes passiert. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir gucken jetzt einfach mal. Fahren jetzt einfach mal hin. Stimmt, ich bin ja wieder offscreen bei eingegangen letztes Mal, ne? Diese Werbung ist immer wieder komisch. So, dann ist schon seine Bude. Naja, okay. Auch gute Musik. Zum Beispiel. Da-da-da-da. Wow! No! Okay. Nein! Oh, du Assi. War so gut. So, Dankeschön. Ich mag es, wie man, ne? Wie schnell man im Spiel rennen kann. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Oh, die Framerate. Ui, die ist ja wieder am Abspacken. Jetzt geht's wieder. La, la, la. Ich muss beim Speicher übrigens auch hier dran vorbeifahren. Pass mal auf, weil der Start der Mission ist einfach direkt hier vorne. Aber ganz vorsichtig dran vorbeigefahren. Hm. Sonst ist die Knarre so dick ist hier. Na gut, schauen wir mal. Got us some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. Haha. Erledige Dias. Ja. Das meinte ich. Tatsächlich meinte ich genau diese Mission. Bin mir nicht ganz sicher, ob die auf meiner Seite oder ob die auch auf Dias Seite sind. Vermutlich schon. Deswegen mache ich sie jetzt einfach mal sicherheitshalber platt. Ich mag es, dass das für eine Entfernung man hier einfach auch Leute töten kann. Ne? Ich meine, es war immer ein bisschen mit dem Ziel ein bisschen nervig. Aber sonst passt das eigentlich. Das sehen wir aber nicht, dass neben eine Kugel anschlägt. Oder in ihn. Okay, hallo? Was? Lance, beweg deinen Arsch bitte. Danke. Hm. Ich finde diese abgeschlagenen Köpfe sehen immer interessant aus. Vor allem, wenn die dann irgendwie noch die Haare so halb dran sind. Da ist es nicht so gut. Aber ist ja nicht so schlimm. So, ich hoffe, ich kann hier ohne Probleme rein. Nicht, dass ich jetzt, dass er jetzt kommt. Tschüss, Schloss, du suchst auf einem anderen Weg. Okay. Vermutlich dadurch irgendwie. Jetzt kommst du mit hoch, Lance, ne? Hm. Bist du, auch hier bist du einfach komplett unfähig, ja? Wie immer. In jedem Spiel. In jedem Spiel, in dem gewisse Leute namens Lance vorkommen, weißt du schon, okay. Das wird die Hölle. This way gegen das Ding gelaufen. Können wir mal aufpassen, ne? Weil hier. Ja, genau. Ja, aber komisch mit dem Ranzoom hier, ne? Oder mit dem Fadenkreuz, was so schief ist. Ich glaube, es liegt halt echt an dem 16:9. Ich wollte schon Patch sagen. Das ist ja offiziell vom Spiel, ne? Aber. Irgendwie nicht so richtig dafür ausgelegt, glaube ich. Weil die Konsolenversion halt auch nur in 4:3 läuft. Glaube ich. Okay. Aber wahrscheinlich auch seine Männer. So. Genau, auf die Mission habe ich nämlich echt gewartet. Ich habe die Timer wieder nicht gestellt. Ach, leck mich doch am Arsch. Moment.
Knallt mich bitte nicht ab. Oh, jedes Mal bei der ersten Aufnahme, ne? Ich denke einfach nicht dran. Das ist einfach nicht in meinem Kopf. Weil, ne? Ihr wisst schon, ich lasse es mal da, damit ich im Zweifel mal zurückrennen kann. Weil ich einfach sonst mal bei OBS direkt sehen kann, wie lange ich schon aufnehme. Das ist einfach mega nervig, dass es hier nicht kann. Diaz Haus. Okay. Oh. Uff. Shit, da hat er mich einmal getroffen. Stupid Gringo. Ganz seiner Meinung. So, wo gehen wir jetzt lang? Weiter nach oben oder hier rein? 20 Leben verloren. Hey Tommy, can my room have a view of the bay? Ja. Man kann halt beim Ziel nicht laufen, ne? Das ist ein bisschen doof. Ah ja, hier sind wir richtig. Das ist nämlich die große Eingangshalle. Sehr, sehr interessant, weil... wie ich schon sagen sollte... Warum eigentlich nicht? Das Spiel lehnt sich ja sehr an Scarface an, ne? Tatsächlich ist so diese Villa hier an Scarface angelehnt, weil quasi das letzte Ding, oder ja, Scarface Villa dann eben fast genauso aussieht. Diaz! I've come to take over your business! Tommy, you betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! Ne, ich glaube, ich habe einen guten Winkel erwischt. Lance, geh aus dem Weg! Ups. Eat this, you murdering bastards! Was stand da gerade? Ich hab's nicht lesen können. Ahaha. Wahrscheinlich erledige einfach nur Diaz. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy! I would have had you made. Say good night, Mr. Diaz. Oh. Objekt erworben. Naja, nicht so ganz erworben. Darauf habe ich gewartet. Wir haben jetzt nämlich die dicke Villa hier. Geil. Oh, 50.000. Nice one. Okay. Genau, jetzt können wir nämlich speichern. Oh, schön. Die Befreiungsaktion. Das war das letzte Mal. So, darauf habe ich nämlich gewartet, weil... Ich will da jetzt eigentlich noch nicht rein, um ehrlich zu sein. Weil, ne? Jetzt können wir quasi hier mal speichern. Das ist sehr angenehm. Das ist ja nicht ganz so weit. Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at recording studios with some major artists. Why don't you pay us a visit? You know it makes sense, don't you? See you later. See you later. Ach, Kind. Okay, oder war das ob Ken Paul? War das ein Totenkopf auf dem Ding? Naja, warte mal, hier ist doch der Wagen, ne? Den kann ich ja eigentlich jetzt immer nehmen. Hihihihi. ich mache jetzt die Vans bisschen aber noch nicht. Ich mache jetzt einfach mit einer Mission weiter, ne? Ich könnte natürlich nochmal die Dingsmission probieren. Hallo, Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. You never write me, you never call. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons, busy taking over. Don't forget about us, Tommy, because I can assure you, I ain't forgotten about you. Den gab's ja auch noch. Sagen, jetzt haben wir ja den Verräter eigentlich getötet. Aber das Geld, na gut, das Geld haben wir theoretisch auch wieder. Aber das haben wir jetzt selber behalten, wahrscheinlich. So, ich bin auf falschen Inselfilmraum drauf. Quietsch. Falsche Richtung. Ah, schön. Jetzt haben wir nämlich die Villa. Das gefällt mir. Nicht mehr so ein weiter Weg zum Speichern. Und vor allen Dingen ist es eine fucking Villa. Und sau viel Geld. Den muss ich eigentlich jetzt mal auf den Kopf hauen. Und so langsam mal mir ein paar Sachen kaufen. Ich meine, man kann sich natürlich die Immobilien auch jetzt schon kaufen und mal deren Mission erledigen. Aber nee, irgendwie geht es ja nicht, ne?
Kann man ausprobieren, vielleicht geht's ja jetzt auf einmal. Nee. Irgendwie kann man die noch nicht kaufen, ich weiß es noch nicht so ganz. Wahrscheinlich wird man das später erst, ne? Gibt's eine Einführung. Hey, kannst du übrigens auch Immobilien kaufen. Mach mal. So, wie gesagt, ich könnte natürlich nochmal die Mission für Dings probieren. Für, ne? Danny Trejo, aber die war komisch. Ich habe die nicht verstanden. Komm, wir probieren die jetzt einfach nochmal. Mit den dicken Wummen, die ich gerade habe. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Damit habe ich vielleicht noch eine Chance. Weil das war ein bisschen das Problem. Habe auch gerade gespeichert, halt so, falls ich es irgendwie verkacke. Oh, kann ich das zumindest nochmal neu laden. Oh, verstecktes Päckchen. Naja, sammle ich ja eh nicht. So, okay, gucken wir mal. Alberto, uno café, señor. Don't serve the snake in the trough. You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. The Haitians, man, they're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Humberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Humberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you a real man. Businessman, a gentleman. These Haitians, they have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Amigo. So, das Problem ist nämlich. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Der Wagen ist cool. Hui. Wie sogar da der. Das Hemd wackelt. Ja, nette Details für damals auf jeden Fall. Kann ich. Oh shit. Kann ich eigentlich mittlerweile mal in dem Ammunition da hinten was kaufen? Das wäre halt auch mal ganz angenehm. Oh man. Bitte nicht festgenommen werden. So. Hey Rico, nice boat. You ready? See Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Das Problemchen ist nämlich, wir müssen jetzt ballern. Und zwar viel. So, mal gucken, ob es heute klappt. Wir müssen nämlich alle umnieten. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Munition, weil sonst hat man irgendwie nur 10 Schuss oder so. Was ein bisschen ätzend ist, wenn man darüber nachdenkt. So, die Mission sagt uns ja, töte alle auf die... Aha! Letztes Mal ist da nichts passiert. Da wurde nichts getriggert. Sammle alle Aktenkoffer und... Uff. So, wo ist noch einer hier? Da hinten. Irgendwo auch. Ah. Oh. Oh, da auf dem Dach. Letztes Mal wurde nämlich nichts getriggert. Ich habe die alle erledigt und dann standen wir da auf dem Boden und es ist nichts passiert. Da war so, ja, danke. Weiß auch nicht so recht, was das sollte. Oh oh. Die sind selber gestorben. Habt ihr das gesehen? Okay, jetzt muss ich nämlich gucken. Haben wir schon der Heli? Ich irgendwie auch. Oh Gott. Okay, wuhu! Rauskomme, ohne zu verrecken. Irgendwie über die Richtung. Oh, ist natürlich kein Wagen hier oder so, ne? Warum auch? Ich heb mir das Rennen mal ein bisschen auf. Beispiel jetzt. Als ob hier jetzt kein Wagen lang fährt oder so. Oh. So. Hier aber gar kein Wagen. Was ist denn das?
Ja, jetzt werde ich hier schön in aller Ruhe abgeknallt. Geil. Ja, da hinten fährt er. Ah! Mach doch sowas nicht, ey. Als ob hier jetzt einfach kein Auto lang fährt, Leute. Es ist Miami, wo wir hier sind, ne? Oder ein oder andere Wagen kann ich ruhig mal lang fahren. Das ist nicht so schlimm. Ja, jetzt werde ich festgenommen, danke. Nee, doch nicht. Oh. Wieder rumschlackert. Ich meine, wir sind ja schon fast da, ne? Stress. Boah, diese Mission war mit 4 Sternen und so, ne? Alter. Die sind halt echt nicht ohne, wa? Oh Gott. Lauf einfach da rein. Dankeschön. Aha. Schön, dass die Mission jetzt endlich mal funktioniert hat. Wie gesagt, letztes Mal, ne? ich hab da die Leute auf dem Boot abgeknallt und so. Hm. Ja, das war's dann. Standen wir einfach auf dem Boot rum, ich konnte nichts mehr machen. Mhm. Gut. Machen wir noch eine? Ach komm, kann man mal reingucken, ne? Komm wieder, wenn du die Gangmission abgeschlossen hast. Aha, okay. Das heißt, wir müssen erstmal hier von Dante Poulet oder wie die heißt, machen. Na gut. Dann würde ich sagen, kann man ja eigentlich nochmal, wenn man was findet auf die Schnelle, nochmal ja, ein paar Taxi-Missionen machen. Zum Glück kommt da die Warnung, ne? Beende erst die HD-Mission, beziehungsweise, dass ich die nicht jetzt schon machen kann und dann die HD-Mission nicht mehr machen kann. Bei GTA 3 wäre das so. Da kann man ein paar Missionen nicht absolvieren, wenn man, ne? Hm. Ja, da fährt er heute einfach mal wieder kein Taxi lang heute, ne? Warum auch? Vermisst Liberty City, da fahren viele Taxis rum. Heuer war auch schlimm hier, ey. Oder einen Laden überfallen, würde ich halt auch gerne mal, ne? Hier. Habe ja schon mal versucht. Das geht ja irgendwie nicht. So, ich habe die Zeitlupe aktiviert. Hm. Und jetzt? Das interessiert ihn einfach. Ja, das wollen wir auch schon letztes Mal. Ich raff das nicht. Hier. Verreck. Auch richtig schön in Zeitlupe hier. Bäh. Sieht schon schön aus, ne? Kann ich nichts gegen sagen, auf jeden Fall. Aha, jetzt ist hier ein... Ja, fick dich, ey. Ach, das Spiel geht mir auf den Sack heute. Komm, Challenge. So, steig jetzt ein. Sunshine-Autos. Ach, Mann, ey. Das Spiel macht mich fertig. Wow, leck. Boah, ich leck das natürlich wieder mehr rum, weil ich freue mich, wie ein bisschen abspasten ist. Aber nicht zu doll. Also ist noch alles okay. To say to that, do I lie and make myself as bad as the boy's father, or do I break the little boy's heart and ruin his life so that he? Was hören wir eigentlich, Mann? Wo richtig Musik? Zum Beispiel. Hm? Wow. Da kommt schon. Leute! Ich glaube, ich habe ihn aus dem überfahren. Ah! Oder so. Oh, Leute. Tut mir das nicht an. Ich liebe die Polizisten in GTA. Ja. Polizeistation in Downtown. Wollt ihr mich verarschen? Oh, mein Selbstmord. Komm, die Fahrt schaffe ich noch.
Ey, die sind ja auf 2 Sternen schon so unfassbar brutal, ne? Boah, wie das schon abspackt, Mann. Die Fahrt muss ich noch schaffen. Komm schon. Ah, okay. Warte mal. Einsammeln hier. Schon mal einer weniger. Dann geben sie auch schon fast auf. Ich hab Spaß noch mit der Krankenhausmission. Später, bin ich mir sicher. Gucken, vielleicht mache ich die das nächste Mal. Ich weiß es nicht. Ich habe halt echt keinen Bock darauf, ne? Aber muss ja sein. Ich muss es ja irgendwann machen. Mal auf 1 Stern machen die aber für gar nichts mehr, die Bullen, ne? Schon interessant. Da komm, eine schaffe ich noch. Polizeistation in La Habana. Oh Mann! Einmal die lange Straße entlang. Da war einfach nur nirgendwo gegenfahren, das ist alles gut. Oh! Ich passe einfach mal so ab. Das ist der Reifen, ey. Was muss ich die Leute denn denken, weißt du, kommst du an mit so einem Reifen schon so. Hey, willst du denn mitfahren? Klar, Mann. Hier, Trinkgeld oben drauf. Hundert Stück davon, ne? Das ist schon eine Nummer. Wie haben wir jetzt? 10? Nein, ich glaube ein paar mehr schon. Oh. Kann ich das eigentlich hier irgendwie abbrechen? Ja. Sachsenkünfte, ja komm, dann geh ich mal eben speichern und hoffen, dass ich nicht aus Versehen in die Mission reinlaufe. Das wäre ärgerlich. Guck, jetzt muss ich einfach nur um die Ecke und schon kann ich speichern gehen. Das ist cool. Gefällt mir. Kann ich hier eigentlich rein? Na, nicht wirklich. Just listen to these endorsements and remember, these people volunteer. They aren't being paid much. I've been on the thing, hold that thought. Oh. Wie auch immer vor meiner Bude jetzt quasi direkt immer Krieg ist. Okay. Warum genau? So war die hier vorne die Mission. Ach, da oben, weil ich dachte, die wäre am Eingang gewesen. Ganz vorsichtig. Hui, okay. Cool. Straße, so genau das, was ich habe, oder? Ja. Saubere Klamotten. Ja, ja. Hier auch schön, ne? Mit dem Geldtresor. Eine lustige Statue und hier die Wachen. Das ist genau wie bei Scarface, glaube ich. Fehlt nur noch der Kokshaufen hier auf dem Tisch. So. Pizza Mortale. Ist ein schöner Name. Gut, Leute, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir die Wick-Mission, vielleicht auch nicht. Bis dahin. Tschüss.